Ich möchte heute den Estrich reparieren von meiner Hütte. Und da ist es so, eigentlich ist bloß ein bisschen, das ist eine alte Hütte, die hinter draußen steht. Und da geht es darum, Estrich zu setzen. Und beim Estrich ist es so, eigentlich ist es ein Betonboden. Da nimmt man zu so einem Beton, leert den oben mit drauf und eventuell macht man Gewebe mit rein. Und bei diesem Gewebe nimmt man irgendwas, damit diese Schichten sich nicht so verlagern können. Und total eben muss es nicht sein. Ich weiß halt, warum das E-Strich heißt. Vielleicht, weil es ein E ist oder so. Naja, ich habe jetzt irgendwelche Unterlagsplatten noch reingemacht. Bei mir juckt das ja nicht. Und normalerweise muss man das alles richtig verdichten und richtige Unterlage legen und sowas. Das braucht man in einer alten Hütte alles gar nicht. Und weil ich unter einigermaßen eben ziehe und dann von oben dann drüber gehe. Hier mache ich Folgendes. Und zwar habe ich hier einen Zementboden, den ich vorgestern hergerichtet habe, wo ihr sicherlich, was ihr dann noch im anderen Video seht, so Platten drunter gelegt habt, damit es fest ist. Und da habe ich einen ganz billigen Zement nochmal gehabt. Und bei dem billigen Zement, der hat den Nachteil, dass der eigentlich solche große Steine drin hat. Und diese großen Steine, man sagt also Formungsgröße ist hier 8 mm oder sowas, ja, das heißt, das sind immer solche Körner von, große Körner, ja, die kannst du kaum glatt ziehen, die geben aber natürlich ein stabiles Fundament, aber sie sind halt, Oberfläche ist nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt mich mit meiner Rose entschieden, dass ich da oben nochmal dünne Zement aufmache, so wie hier, ne, so Kuschelzement. Und da habe ich mir jetzt einen gekauft, billiger geht nicht, ja. Beton Estrich, frostsicher, gut abziehbar, hahaha, waren wir gleich sehen. Und aus lauter Freude habe ich mir gedacht, was, der ist ja noch nicht glatt genug, man sieht es an den Körnchen da. Dann nehme ich noch einen anderen, so ein sogenannter Portland-Zement, damit er quasi Baby glatt wird. Und dann schmiere ich hier mein Zeugs damit ein und jetzt sollte das alles eben sein, das schmeiße ich mit raus. Jetzt machen wir erstmal das Wasser auf, damit sie zu trocken ist und besser bindet. So, und jetzt nimmt man von dem Zement einen Sack, leert ihn in so eine Wanne rein oder Eimer, dann am besten entweder von der Hand mischen oder mit so einer Bohrmaschine, die da drüber liegt. Und dann tut es sich ein bisschen leichter reinleeren, bis man so eine Art Brei hat. Das machen wir mal kurz. Bei uns der Sack steht auch drin, wie viel Wasser man schon nehmen soll. Irgendwo steht es drauf. Dann tut man sich ein bisschen leichter. Einmal pro Kilogramm nur 3 Liter Wasser. Das glaubst du aber selber nicht. 30 Kilo, 0,1 Liter heißt 3 Liter. Das sind 10 Liter. Hälfte sind 5 Liter. So viel ist drin, 5 Liter. Beim Arbeiten mit Zement muss man auf Folgendes aufpassen. Und zwar stelle ich es unten hier klein geschrieben dran und das ist eigentlich trotzdem wichtig. Wenn man so einen Zementspritzer hier abkriegt, hier oder ins Auge, dann ist das ätzend. Ich habe ja schon ein paar Fotos mal davon gemacht, wo mir dann quasi die Firma, ich glaube Sagred oder was, verboten, dass ich das veröffentlichen darf. Weil da gibt es dann Verätzung am Körnchen, habe ich im Auge gekriegt und schon, das darf man nicht zeigen.
Aber ich kann das gerne mal rausziehen. Da irgendwo Sacred, glaube ich, irgendwo bei Villingen-Schwenningen gibt es also ein Betonwerk. So, jetzt fülle ich erstmal nur das Loch auf, diese kleine Senkung hier, die war mir bisher egal, aber da leere ich einfach ein Zimmer. Was lernen wir dazu? Das ist jetzt ein Sack Zement mit so viel aufgefüllt, das ist ja quasi nichts. Füllen wir einfach nochmal den auf. Jetzt muss ich noch mal reinsetzen und nur noch mal als Verhältnis. So ein Zementsack-Zement, der kostet 3 Euro, das ist nichts. Und seine 2 verbraucht sind 6 Euro. Und jetzt leeren wir eine ziemlich dünne Schicht, so eine halbwässrige Schicht hier oben drauf. Damit es eben wird. Und dann nehmen wir jetzt irgendeine Latte und eine andere Latte, größere, die wir dann noch größere haben. Und jetzt kommt die größere Latte zum Einsatz. Irgendwann haben wir festgestellt, dass ich nochmal 5 Sack brauche. Die habe ich dann nochmal drauf.